Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Willy-Brandt-Haus. Und Entschuldigung für die Verzögerung, aber Dietmar Nietan hat auch sofort das Wort und wird Ihnen das erklären. Die brauche ich Ihnen nicht zu sagen, durch Bundestagswahlkampf, durch Sonderparteitag. Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02% der abgegebenen Stimmen. Von denen, die zum Beispiel vor 4 Jahren in die SPD eingetreten sind, sind immer noch dabei. Wir haben jetzt Klarheit, die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten. Die Sozialdemokratische Partei hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir bedanken bei über 120 Freiwilligen. In der Diskussion sind wir weiter zusammengewachsen. Und das schafft uns jetzt die Kraft, die wir brauchen, um als Partei in der Regierung voranzukommen und unser Land auf den richtigen Weg zu bringen. Und es gibt uns die Kraft für den Prozess der Erneuerung, den wir jetzt angestoßen haben. Und es gibt uns die Kraft für den Prozess der Erneuerung.